So, und hier sind wir auch wieder zurück bei RTL Skispringen, RTL Skispringen 2007. Mein Name ist Gabur und ich hoffe, ihr wollt sehen, wie wir in den Wettkampf gehen. Ab geht's. Oberstdorf Nord Nachwuchs Cup Springen 3 von 8 Land Deutschland. Heats 137 Meter. Rekord 123,5 von G. Let's Play. Ja, jawolla, jawolla, jawolla. Hallo aus Oberstdorf. Weiter wir wollen nicht jetzt hier hüpfen. Hier sozusagen mit nur ich habe heute einen besonderen Gast. So, dann lassen wir erstmal die Qualifikation sind Sie mir böse, sausen. Jawoll, 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 jawoll. So, Qualifikation haben wir weggelassen. Wollen Sie selbst springen? Ja. Jetzt springen wir nämlich als letztes und G-Let's Player als allererster. Dann haben wir hier gleich einen guten Schnitt. So, dann wollen wir jetzt hier mal gleich richtig einen dran langreißen. Jawoll! Vorbildliche Landung, die ihr hier am Hang zeigt. Ja! Die Skier ganz flach aufgesetzt, nicht verkantet. So wollen es die Punktrichter sehen. Na, und die Zuschauer natürlich auch. Gratulation. Felicitation. Ja, und das als der erste Springer hier, Position 50. Schon geil, Alter. Schon geil. Komm, den gucken wir uns mal an. Den schauen wir uns doch nochmal an. Der Sprung war so genial. Nicht korrigiert. Konnte ich schön in der Luft bleiben. Aber trotzdem keinen weiten Rekord. Ja, wir hauen hier natürlich gleich voll rein. 143,5 Meter ist der Norweger Sigurd Pettersen hier in Oberstdorf. Ab geht's. 2003 gesprungen. Das bedeutete einen neuen Schanzenrekord. Das kann er einfach besser als die meisten anderen. Den Absprung hat er optimal erwischt. Da sieht man einfach mal den Unterschied zwischen den neuen Springern und unserem Profispringer. Das geht so schnell da ja. Auf der Schanze. Da muss man manchmal auch nach Gefühl. Wuppa. Aber so wie er das gemacht Yippie. Hat. Tadellos. Tadellos, meine Herren. Tadellos, ja. 124 und 92,8. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir mit ihm hier hinspringen. So, ab geht's. Na, wartet. Ah, jetzt dreht der Wind. Scheiße. Oh. Da hat sich die Arbeit im Training nochmal gelohnt. Die Haltung beim Anlauf. Oh, ey, so weit auch nicht gekommen mit dem. Dieser verflixt schnelle Ski. 98,5. Der Leon war auf jeden Fall nicht besser. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt hauen wir hier aber gleich richtig in die Kacke mit den Springern. Riskieren wir nochmal einen Blick in die Wiederholung. Es juckt grad, ne? Ja, da kann man auch sagen, Stelle merken und waschen. Der Andi führt immer noch mal, in dem Sinne bei den Kleinspringern, den G-Let's Player, also den Glabur, den Rechen, weil er einfach mal nicht zu, wenn ich ganz ehrlich bin. Keines von beiden. So. Das würden Sie mir kaum glauben. Runter geht's. Sagen Sie schon. Ich bin ein großer Fan von Computerspielen. Ist nicht wahr. Dabei kann ich wirklich super abschalten. Jawohl, komm. Auch nicht so weit. Alter Schwede, hat der Andi aber einen vorgedrückt. 99,5, auf jeden Fall ein bisschen besser wie der Leon vorhin. Von der Weite, Gesamtpunkte werden wir gleich sehen. Junge, 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 also. Leckt mich fett. Die Regie ist sicher so nett. Na, der Leon war aber besser wie der Kevin. Also 0,7 Punkte. Eieiei, das wird jetzt aber hier haarscharf. So, die anderen reihen sich alle schön unter uns ein. So gehört sich das. Also, der Andi hat schon ganz schön einen vorgedrückt. Also, das muss man jetzt wirklich mal sagen. So, jetzt springen wir natürlich als letztes. Jawohl, Kevin 4. Beim Springen immer eine unberechenbare Größe darstellen. Wird so, ab geht's. Den Anlauf mit einer Plexiglasröhre zu überdachen. Was halten Sie davon, Marcel? No, der freie Himmel, die frische Luft. Das möchte ich nicht missen. Ja. Nein, verdamm ich nochmal. Da. Ah. Ah, 108 Meter, aber das war eine weite. Alter Schwede, leck mir die Kohornis. Alter, war das gut. Das war gut. Das war gut. Schauen wir uns das nochmal an. Scheiße, Leute, komm, den schauen wir uns nochmal an. Ey, eigentlich wollte ich euch das nicht zeigen, aber so ein geiler Flug, ja. Ah, guckt euch das an. Kein bisschen korrigiert und dann versaule ich die Landung. Mann, 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 ey. Aber trotzdem Platz 4, es bleibt uns sicher. Aber wenn Scheiße. Vorne landet, dann kann er den Traum vom Sieg für diese Saison schon fast vergessen.
Zuletzt wirkte er platt, ausgepumpt und müde. Aber bei der Zuschauerkulisse hier wird er sich zerreißen. Da geht noch eine ganze Menge, glaube ich. Komm! Ja! So soll eine Landung im Prinzip aussehen. Viel verkehrt gemacht. 105,508 sind wir vorhin mit dem anderen gesprungen. Also das wäre echt der Hammer gewesen. Nicht in den Schnee gegriffen. Scheiße, ey. So die Landung vergurkt und so ein geiler Flug gewesen. Das kann nicht sein. Echt. Jetzt kommt der Andi. Jetzt sind wir mal gespannt, was er rausholt. Der hat ja die meiste Sprungkraft von den neuen. Oh, jetzt ist der Wind aber richtig scheiße. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen rauszögern können. Ja, perfekt. Und alle Straßen sind als Tempo 30 Zone ausgewiesen. Ja, jetzt aber komm, Baby. Flieg! Ja, ich hätte noch weiter ziehen können, aber ich wollte es diesmal nicht übertreiben. 107,5. Also wir sind eindeutig mit dem Leon am weitesten gesprungen, glaube ich, war das. Oder Kevin, der am Anfang, wo ich die Landung vergeigt habe, da waren es 108. Aber er hat 107,5 und dafür einen perfekten Sprung. Jetzt kommt endlich jetzt kommt sicherlich nicht nur seinem Trainer zeigen. Ari, was macht eigentlich unser Meisterspringer? Noch ein bisschen warten. Nicht mehr gesehen. Ach, der wird schon wieder aus der Versenkung jetzt auftauchen. Warten Sie es nur ab. Auf den letzten Drücker auf jeden Fall. Woran nein. Ist gelegen, dass er nicht richtig vom nein. Wegkam, Marcel? Die Geschwindigkeit war doch eigentlich aber trotzdem bis an das Limit geflogen. 122. Mit einem perfekten Absprung wäre das, glaube ich, auf die 130 Meter gegangen. So ein Scheiß, Alter. Wieso verkacke ich es denn jetzt? Vielleicht konnte er den Hebel so schnell nicht umlegen. Vielleicht konnte er den Hebel nicht so schnell umlegen. Vielleicht schiebe ich dir gleich mal... Nach der Entscheidung jetzt ja, ich reiß mich gerade mal lieber zusammen. Auf jeden Fall, Glabur erster, Andi ist zweiter, Leon ist dritter und Kevin ist vierter geworden. Und in der Gesamtwertung Glabur, Andi, Leon und Kevin. Jawohl, ein Sprung. Nee, da kommen noch mehr. Oh, da kommen noch richtig viele. Noch ganz schön viele kommen da ja. So, herzlichen Glückwunsch, durch Ihren ersten Platz im letzten Wettkampf haben Sie 3.000 Euro gewonnen. Jawohl, Ihr Anwalt hauen auch schon wieder 12.000. Ja, unser Geld steigt und steigt, also Wahnsinn. Wachsen, jawohl, Training, Extra-Training, was müssen wir diesmal machen? Jetzt muss ich wieder lesen. Mindestens 47 Punkte und eine Telemarktlandung. Ja gut, einfach runterspringen. Engelberg, oh, da leben die Engel. So, ab geht's. Komm, Baby, zeig mir, wie wir springen. Boah, was für ein Wind. Leck mir am Arsch hier. Das kann nicht wahr sein. Eieieiei. Na, 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 na. Eieiei. Eieieiei. Wir dürften schon die Weite mit 47 Punkte erreicht haben. 41, jawohl, das haben wir locker. 91 Punkte, zwar ein scheiß Sprung, das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Aber geschafft. Geschafft ist geschafft. Da gibt es keine Ausreden, geschafft ist geschafft. So. Ja, auf was gehen wir denn jetzt mal bei dem... So ein Pech, diesmal hat es nicht geklärt. Ja, wahrscheinlich, weil der Telemark nicht richtig gesessen hat. Entschuldigung, Mädchen. Scheiß Schiedsrichter. So, weiter geht's. Der Leon, herzlichen Glückwunsch. Durch Ihren dritten Platz im letzten Wettkampf haben Sie 1.000 Euro gewonnen. Jawohl, Motivation plus 3. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wachsen. Jawohl. Und ich bin der Meinung, wir gehen mal ein bisschen shoppen, ne? Alle kriegen jetzt die besten Bindungen. Die müssten wir eigentlich schon bekommen. Nein, bekommen wir noch nicht. Alle bekommen Bindung Nummer 5. Jawohl, wir wollen jetzt hier nochmal richtig reinhauen. Bindung Nummer 5. Und Schuhe Nummer 3. Jawohl. Kaufen. Ja. So, da haben wir das nämlich auch gemacht. Gewachsen haben wir schon. Training, jawohl. Extra Training. Eine Telemark-Landung, das sollte nicht so schwer sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Schuhe gekauft und die Bindungen. Ich nehme immer das Beste, was ich bei dem Springer bekomme. Auch wenn das nachher dann vielleicht unfair ist, aber... Oh, Entschuldigung, da ist mir was entfleucht hier. Hätte ich noch gerülpst. Ich hoffe, den hat man nicht gehört. Ich habe nur runtergewürgt hier. Kann ja nicht wahr sein. Ja, komm hier. Oh, was für ein Aufwind. Oh,
jetzt klingelt ja auch noch das Telefon. Ah, ich bin sofort wieder da. So, und da sind wir auch wieder zurück. Jawolla, jawolla, jawolla. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Trainingsaufgabe gemeistert und erhalten jetzt 40 extra Punkte und Sie fürs Training verteilen können. So, jawoll, 40 extra Punkte auf Sprungkraft und ab geht die Post hier. Ring, ting, ting, jawoll, schön verteilt. Auch schon 40. Donnerwetter, ey. Ganz schön viel schon. Hat man jetzt für den Leon schon das gekauft? Ey, ich habe jetzt fast eine Stunde telefoniert. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ja, für den Leon hatten wir nämlich gekauft und für die anderen nämlich noch nicht. So, weiter geht's ja. Sorry dafür, ihr habt die Unterbrechung nicht so lange mitgekriegt. Der Andi hat eine Lokalsender-Motivation plus 3. Okay. Da müssen wir hier wachsen auch. In den Shop. Und dann müssen wir hier die Bindungen kaufen. Auch die besten, die er da so hat. 5, jawohl, kaufen. Und die neuen Schuhe. Jawohl, auch kaufen. Zack. Und ab ins Extra-Training. Jawolla. 94 Meter und 111 Meter. Okay. Ja, so werden die Springer natürlich nochmal übelst gepusht jetzt gerade durch die neuen Teile. Aber was soll's. Sollte auf jeden Fall alles auch so klappen. So, dann wollen wir mal runterspringen hier. Jawolla, 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 jawolla. Schöne Telemark noch reingedrückt. Jawoll, Trainingsaufgabe gemeistert. So sollte das auch sein hier, ne? Und dreh dich doch. Oh, mach da gleich die Hände wieder davor. Ich habe Angst, ich fahre vor die Wand. So, die müssten wir geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Trainingsaufgabe gemeistert. Jawohl, Sprungkraft. Schon 44. Donnerwetter, bald sollten wir mal auf die Fitness gehen, glaube ich. So, die neuen Sachen haben wir gekauft und Training haben wir gemacht. Dann geht's weiter. Dann haben wir den Kevin. Vierter Platz, 600 Euro, jawohl. Sprungkraft minus 2, naja, das hauen wir da gleich wieder drauf. Wachsen, jawolla. Und ab in den Shop. Neue Bindungen. Jawohl, kaufen. Und Schuhe. Jawohl, kaufen. So. Und ab ins Training. Extra Training. Was müssen wir denn? Eine Weite zwischen 78 und 101 Meter. Ja, da werden wir doch gerade reinhauen. Sollte ja nicht so dieses Problem sein. So. Runter geht's. Ganz schöner Wind. Eieieiei. Auf ins Schlumpfenland hinein. Warum, oh, seid ihr denn so blau? Weil wir saufen wie die Sau. Lalalalalalalala. So. Da haben wir es auf jeden Fall geschafft. Ja, richtig ruhig auf, Mann. Das war deine Trainingsaufgabe, du alter Pappenheimer. Njep. Aber komm, schäm dich. Schäm dich. Ja, schäm dich. Schön. So. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Trainingsaufgabe gemeistert und erhalten jetzt 40 extra Punkte. Jawolla. Sprungkraft, volle Düse, wieder rauf trainieren hier. Die zwei, die wir verloren haben, haben wir jetzt auch wieder gekriegt. Jawohl, es würde ab in den Wettkampf gehen. Ich sage Schauilaui, bis zum nächsten Mal bei RTL Skispringen 2007. Mein Name ist Gabur. Bis denne, legt euch hin. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.